schon wieder so spät dran. Hallo liebe Hühnerfreunde und herzlich willkommen zum Hühnerrundgang September. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer sich von euch jetzt denkt, September, das gibt's doch schon, na klar. Wir sind jetzt schon ein Jahr lang dabei mit den Hühnerrundgängen. Und das ist heute unsere Jubiläumsfolge. Und als kleinen Gag habe ich für euch heute 10 Fehler eingebaut. Die sollt ihr finden. Und in den Videobeschreibungen findet ihr natürlich die Auflösung. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Und du? Willst du noch was essen? Komm her. Komm her. Ja, fein. Ja, fein. Der Chef hat was für dich zu essen. Fein. Ja, dann gehen wir doch erstmal in den Stall und schauen mal, wie es dort so aussieht momentan. So, aber die Hühner haben Hunger. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen Futter ziehen. Na komm. So, dann wollen wir mal. So sieht es momentan im Stall aus. Seit dem letzten Hühnerrundgang hat sich jetzt nichts großartig verändert. Immer noch die gleichen Nester. Insgesamt 5 Stück. Und ich habe momentan noch den Futtertrog aufgestellt, bei dem ich täglich mehrmals Futter reinschmeiße, macht sich eigentlich ganz gut. Da ich aber beruflich relativ viel eingebunden bin, werde ich wahrscheinlich wieder mein großes Futtersilo aufstellen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal Futter kaufen gehen, denn der Vorrat ist schon fast alle, wie ihr seht. In meinem letzten Rundgang hatte ich euch ja das Entglucomobil vorgestellt, also meinen kleinen mobilen Hühnerstall, in dem ich die brütenden Hennen untergebracht hatte, um denen das abzugewöhnen. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Eine ist wieder etwas verdächtig. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Immer schön viele Eier und mein Frühstück für heute ist auf jeden Fall gesichert. So, dann wollen wir mal. Jo, hier steht das gute Ding richtig. Jetzt muss ich Futter holen. Okay, Kumpel, ich brauch dich jetzt. Da sind wir wieder. Erstmal kommt das restliche Futter natürlich rein. Das sollte auch alles passen. So. Schuppenhupp. Nummer 1. Und dann das Geflügelfutter. Habe ich jetzt übrigens hier wieder für Pellets entschieden. Da ist alles drin. Das ist ein Alleinfuttermittel für Hühner. Also ich denke mal, wenn ich jetzt viel arbeiten bin, dann ist das eine gute Variante. Da sind die Hühner rund um die Uhr versorgt mit allen Nährstoffen, die sie brauchen. Jo, also rein damit. Jo, bin immer wieder begeistert von dem großen Teil. Also wenn ihr euch ein Futtersilo kaufen solltet, dann nehmt die Variante für 40 Liter Inhalt. Denn hier habe ich eben den
Futterrest aus meinem Vorratsbehälter reinbekommen und noch einen kompletten großen 25 Kilo Futtersack und passt alles super rein. Dann hat man keine Reste rumzustehen und man hat halt Futterspender und Vorratsbehälter in einem. Dann kommt noch der Deckel rauf. Ja, und dann sind die Hühner jetzt erstmal ein paar Wochen versorgt. So, ich denke, jetzt so für den bevorstehenden Herbst und Winter ist das Futtersilo die richtige Wahl. Die Hühner haben ja bei niedrigeren Temperaturen sicherlich auch einen höheren Kalorienverbrauch. Und dann ist es wichtig, dass sie immer genug Futter da haben. Die sollen ja auch ordentlich weiterhin Eier legen. Das war es eigentlich schon im Hühnerstall. Dann lasst uns doch mal rausgehen ins Hühnergehege. Und ich zeige euch, wie es momentan dort so aussieht. So, aber mein Tee ist natürlich jetzt kalt geworden. Ich trinke trotzdem einen Schluck. Lecker. So, interessant ist immer wieder auch mein... Mein kleinerer Auslauf, der hier auf der linken Seite von der Hütte ist, der ist richtig zugewuchert momentan. Die Kiwi-Pflanze bedeckt hier das halbe Gehege. Eigentlich richtig schön, wenn die mal blühen würde. Ist ja gut, Staubi. So, und ja, der Pfirsichbaum hat richtig gut getragen. Richtig leckere Früchte. Ein Pfirsich ist auch noch dran. Ja, die schmecken immer sehr lecker und kriegen ja hier auch im Hühnergehege richtig guten Dünger. Interessanterweise leidet dieser Baum fast gar nicht an dieser bekannten Kräuselkrankheit, die sonst die Pfirsiche immer gerne befällt. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass einfach die Nährstoffversorgung hier so super ist und der Baum gar nicht erst schwächelt. Ja, immer wieder ein bisschen schade. Ich habe ja hier oben ein Netz, aber da habe ich in den letzten Jahren den Pfirsichbaum immer brutal zurückgeschnitten und dann wächst er dann wieder pro Saison einen Meter raus. Ja, und irgendwie eigentlich ein bisschen blöd, denn der trägt super und ich überlege mir, ob ich entweder den Baum umsetze oder irgendwas hier am Gehege ändere. Vielleicht habt ihr ja einen Ratschlag für mich, wie ich das mit einem Baum mache im Gehege und einem Netz, damit der da irgendwie auch noch gut trägt und man auch an die Früchte rankommen kann. Der Boden hier sieht momentan richtig gut aus. Hier habe ich ja auch immer Kompost und Laub und wie man sieht auch so Eicheln und alles, was so im Garten anfällt, raufgeschmissen. Also Hauptsache so holziges Material und dementsprechend ist der Boden auch schön locker und gefällt mir eigentlich auch besser als der Boden beim großen Auslauf. Da muss ich demnächst noch mal ein bisschen was machen. Auch im Wintergarten hier ist eigentlich noch alles beim Alten. Ich hatte den Sand mal ausgetauscht. Nach der Stallpflicht war der richtig eklig vollgekackt von den Hühnern. Den habe ich dann im Garten verteilt und durch frischen Sand ersetzt. Hier hinten ist so eine Platte, die ist mal von einem Bauprojekt übrig geblieben. Da können sich die Hühner auch mal verstecken. Ja, und wenn es mal wieder eine Stallpflicht gibt, dann mache ich hier entsprechend auch diese Seite hier wieder dicht. Und dann hätten die Hühner dann im Fall der Fälle auch eine Möglichkeit zumindest an Frischluft zu kommen und ein bisschen an Licht. Aber hoffen wir mal, dass wir im bevorstehenden Herbst und Winter verschont bleiben von der Geflügelgrippe. Das muss ja nicht jedes Jahr sein. Ja, im großen Auslauf kennt ihr ja das Entglokomobil, mein kleiner mobiler Stall. Dort ist momentan kein Huhn drin. Ich habe die ja alle erfolgreich entglucken können, die brütenden Hennen. Aber das Ding lasse ich hier stehen. Das gibt schön Struktur in den Auslauf und bietet den Hühnern ein trockenes, schattiges Plätzchen. Da liegen die Hühner oftmals so mittags unter dem Ding und machen ihr Sandbad und relaxen. Jo, und die Pflanzen sind in den letzten Monaten eigentlich ganz gut angegangen. Mit den Beerensträuchern bin ich nicht ganz so zufrieden. Zum Teil so ein bisschen Trockenschäden, weil es wochenlang auch mal trocken war. Jo, und hier gibt es so einiges zu erkunden. Der Boden ist leider nur an einigen Stellen sehr locker und luftig. Hier, wo die Henne gerade gräbt, gefällt es mir ganz gut. Aber in einigen Teilen ist der Boden doch ziemlich verdichtet
Und da werde ich die nächsten Monate sicherlich immer wieder ein bisschen Material reinfüllen, also Kompost oder eben auch Laub und ein bisschen Sand, um das Ganze ein bisschen luftiger zu kriegen. Denn das ist einfach hygienischer, wenn die Hühner das alles durchwühlen und umschichten, als wenn oben immer raufgekackt wird und das Ganze dann irgendwann matschig und glitschig wird. Dann kommen auch üble Gerüche und Krankheitserreger und das wollen wir natürlich nicht. Und da werde ich dann also auch weiter dranbleiben an dem Thema und mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, da hinten wird schon ein Sandbad gemacht. So, liebe Wachtelfreunde, das war's eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich lasse jetzt meine Hühner noch raus in den Garten und die dürfen jetzt so ein bisschen den alten Komposthaufen da hinten zerpflücken. Ja, wenn euch ein bisschen was aufgefallen ist und ihr vielleicht den einen oder anderen Fehler entdeckt habt, den der Fehlerteufel da eingebaut hat, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel ihr gefunden habt und vergleicht doch mal gerne mit den Infos in der Videobeschreibung, da habe ich euch reingesetzt, was ich so für Blödsinn eingebaut habe. Jo, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.